Sie aus den Opernwerkstätten in Berlin, Mitte nahe des Nordbahnhofes. Früher wurden hier Kulissen gebaut. Heute soll jetzt hier in einem Kongress das Programm der CDU-CSU vorgestellt werden. Und bei mir begrüße ich ganz herzlich Thomas Strobel, den stellvertretenden Parteivorsitzenden der CDU. Herr Strobel, mal Hand aufs Herz. Sie tragen für diese Partei mit Verantwortung. Hier wird heute, beziehungsweise eigentlich gestern ist es ja verabschiedet worden, ein Wahlprogramm verabschiedet, ohne dass die Basis wirklich mitreden konnte. Es gab nämlich gar keinen Parteitag. Ist das ein glückliches Verfahren? Naja, wir diskutieren ja die entscheidenden Themen seit einigen Monaten und wir haben über 10.000 Menschen, die sich an diesem Programmprozess beteiligt haben. Ich finde, das war auch vom Verfahren her eine ganz gute Sache. Die Schwesterpartei CSU, die wird einen Parteitag in 3 Wochen nachschieben für ihren Bayernplan. Da drin ist zum Beispiel die Frage der Maut. Und da hat sich gestern in der Pressekonferenz der beiden Parteivorsitzenden Folgendes begeben. Herr Seehofer sagt, die Maut ist für uns ganz wichtig. Wir werden Ihnen den Bayernplan schreiben. Und die CDU-Vorsitzende, die ja gleichzeitig Regierungschefin ist, sagt, in einer neuen Regierung Merkel wird es keine Maut geben. Also da ist sogar eine Frontstellung innerhalb der beiden Schwesterparteien mittlerweile zu sehen. Nun, das sind 2 unterschiedliche Parteien, die CSU und die CDU, beide eigenständig. Und die CSU wird das in ihren Bayernplan schreiben. Im Programm der CDU Deutschlands haben wir keine Maut. Und ich will Ihnen gar nicht verhehlen, die CDU Baden-Württemberg hätte das gerne hineingeschrieben. Aber wir akzeptieren, dass es dafür in Deutschland, insgesamt in den CDU-Landesverbänden, keine Mehrheit gibt. Ich habe mich vorhin nicht ganz aus Versehen versprochen, doch eigentlich aus Versehen, denn das Parteiprogramm ist gestern schon verabschiedet worden von 120 Funktionären. Angeblich haben 20 mitdiskutiert, hat Frau Merkel stolz berichtet. Was ist das eigentlich hier heute für eine Veranstaltung? Denn mitreden kann ja keiner mehr. Nein, das Regierungsprogramm ist jetzt beschlossen und heute wollen wir das vorstellen, so wie sich das gehört. Und das ist doch ganz in Ordnung. Na, wir haben es gestern live übertragen, da haben die beiden Parteivorsitzenden ja zu dem Regierungsprogramm Stellung bezogen. Heute wird es hier Interviews geben von 2 Journalisten, die von der CDU kommen, die verschiedene Minister hier zu den einzelnen Programmpunkten interviewen. Und die beiden Vorsitzenden haben noch einmal hier die Gelegenheit, eine halbe Stunde jeweils Stellung zu nehmen. Wir werden das zwar alles live übertragen, aber ist das im Sinne des Erfinders? Hat das was damit zu tun, dass die Partei sich hier auch noch präsentiert? Die Präsentation eines solchen Programms, eines Regierungsprogramms, gehört ja selbstverständlich dazu. Die Menschen sollen ja schon sehen, wo wir die Schwerpunkte setzen, inhaltlich die Schwerpunkte setzen. Wir haben mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel ein starkes Argument, warum man CDU wählen soll. Aber die Inhalte gehören dazu und die wollen wir heute vorstellen. Zu den Inhalten sagt Herr Steinmeier, der Fraktionsvorsitzende der SPD, das sei alles ein Märchenbuch. Schon allein deshalb, weil dort sehr große finanzielle Versprechungen gemacht werden. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, keine Steuererhöhung, Konsolidierung steht im Mittelpunkt. Gucken wir uns das mal im Einzelnen an. Die Mütterrente zum Beispiel. Die Anhebung wird 6,5-7 Milliarden Euro kosten. Die Steuern werden nicht erhöht, also nimmt man es von der Rentenkasse. Aber das trägt doch nur ein Jahr. Vielleicht ist die Rentenkasse im nächsten Jahr gar nicht mehr so liquide. Also muss das Geld irgendwo aufgebracht werden. Ist das nicht kurzfristige Politik, die Sie hier anbieten vor der Wahl? Nein, finde ich überhaupt nicht. Wir haben das alles wirklich sehr solide finanziert. Dieses Regierungsprogramm steht für Seriosität. Wir wollen keine höheren Steuern, keine zusätzlichen Steuern. Wir wollen vor allem auch keine neuen Schulden. Die Mütterrente ist finanziert über den Bundeszuschuss. Das ist ein 2-stelliger Milliardenbetrag. Da ist ein erheblicher Betrag bereits jetzt vorgesehen für die Mütterrente. Er wird dafür nicht verwandt. Das ist nicht in Ordnung. Und wir nehmen das aus diesem laufenden Bundeszuschuss, sodass wir für die Mütterrente weder die Steuern erhöhen müssen, noch neue Schulden machen müssen. Und das finde ich ganz in Ordnung so. Bei der Mütterrente geht es ja um Kinder, die vor 92 geboren wurden. Das gibt einen Punkt, Kinder danach gibt 3 Punkte. Die Angleichung jetzt zum 1.1.14, glaube ich, soll einen Punkt erhöht werden. Ich hatte es gerade ausgerechnet, 7 Milliarden. Das hätte man natürlich auch schon, genauso wie den Abbau der Progression in der vergangenen Legislaturperiode, machen können. Das hätte man machen können, aber wir brauchen ja auch Ziele für die nächste Legislatur. Und das ist so ein Punkt, dass wir jetzt die Mütter, die ihre Kinder vor dem 1.1.1992 geboren haben, etwas angleichen wollen. Das war im Übrigen etwas, wo die CDU Baden-Württemberg über eine lange Zeit gemeinsam mit den Frauen in der Union sehr gekämpft hat. Ich freue mich darüber, dass das jetzt in unserem Regierungsprogramm steht und dass wir das in der nächsten Legislatur auch machen werden. Abbau der Progression ist ja eigentlich ein vernünftiger Vorschlag. Man kriegt die nur nicht umgesetzt, weil einem die Mehrheiten fehlen, nämlich im Bundesrat. Daran wird sich doch nach der Bundestagswahl vermutlich gar nichts ändern. Das stimmt. Die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat sind auf absehbare Zeit so, wie sie sind. Aber schauen Sie,
Das war schon Wahlkampfgeklingel. Und dass man den Abbau der kalten Progression, also dass wir insbesondere die Niedrigverdiener, diejenigen, die im mittleren Bereich verdienen, die fleißigen Leute, etwas entlasten, dass wir es ihnen gönnen, wenn sie Lohnzuwächse haben, wenn sie ein paar Überstunden machen, das wäre schon notwendig. Wir haben das im Bundestag beschlossen. Die SPD und die Grünen haben das im Bundesrat und im Vermittlungsausschuss blockiert. Das hängt damit zusammen, dass jetzt die Wahl ist, dass sie das zu einem Wahlkampfkonzept gemacht haben, wie damals Lafontaine. Wir werden das wieder im Bundestag einbringen und wir werden es wieder beschließen. Und ich hoffe, wenn die Bundestagswahl vorbei ist, dass dann die SPD und die Grünen dieser guten Sache auch zustimmen werden. Ich kann nicht erkennen, was ist sozialdemokratisch daran, dass man nicht zu einer fairen Entlastung auch der niedrigen und der mittleren Einkommen kommt. Na, vielleicht stimmt die SPD zu, wenn es zu einer großen Koalition kommt. Ich glaube nicht, dass es eine große Koalition geben wird. Die SPD hat sich links positioniert. Die Grünen haben sich durch Herrn Trittin links von der SPD positioniert. Sie erklären beide jeden Tag, dass sie mit der CDU keine Koalition machen wollen. Ich denke, es wird, wenn es nicht für die FDP und CDU und CSU im nächsten Bundestag eine Mehrheit gibt, dann werden die Linken, die Grünen und die SPD eine Koalition, eine Duldung. Jedenfalls werden sie eine Kanzlerin oder einen Kanzler wählen und das wird leider nicht Angela Merkel sein. Die CDU-Vorsitzende und Regierungschefin hat auch gestern noch mal wiederholt, dass ihre Lieblingskonstruktion, so ähnlich wie Sie es gerade gesagt haben, mit der FDP natürlich sei. Da fragt man sich aber dann schon, warum hat man das nicht diesmal auch wieder in das Wahlprogramm der Union reingeschrieben? Vor 4 Jahren war es drin. Wir sind ja in einer Koalition mit der FDP und wir machen eine erfolgreiche Politik. Diese Bundesregierung hat dieses Land durch schwere Zeiten erfolgreich geführt und deswegen wollen wir das gerne fortsetzen. Aber das müssen wir auch nicht jeden Tag hineinschreiben. Wissen Sie, ich glaube, dass überhaupt das Sprechen über Koalition, das sollte man dann machen, wenn der Wähler sein Votum abgegeben hat. Dann sieht man, was geht nicht. Und vorher ist das eigentlich nicht das Thema. Vorher, finde ich, muss im Fokus der Auseinandersetzung stehen, was wollen die einzelnen Parteien? Was ist das Konzept? Was ist das Programm für die Zukunft? Das erarbeiten wir gerade, das haben wir gestern zwischen CDU und CSU fertiggestellt. Und über Koalitionen redet man sinnvollerweise nach dem Wahltag. Gut, die größten Schnittmengen, wenn man sich das anguckt, bestehen sicherlich mit der FDP. Das war ja vor 4 Jahren die große Liebeshochzeit, hat nicht so richtig geklappt, Herr Strobel. Und die FDP kritisiert ja dieses Parteiprogramm hier der Union auch massiv. Röster sagt, das süße Gift des Geldausgebens. Und da kommen wir wieder zum Anfang. In der Tat werden hier Wahlversprechungen gemacht. Kluge Leute haben das mal ausgerechnet an die 30 Milliarden. Das ist nett, wenn man das vorher verspricht, aber es ist vielleicht auch egal, wenn man es hinterher nicht hält. Also das mit den 30 Milliarden, das vergessen Sie. Das ist falsch gerechnet. Diese Zahl ist in die Welt gesetzt worden und wird immer und immer wiederholt. Noch einmal, die Mütterrente finanzieren wir aus dem laufenden Bundeszuschuss und wir führen das Geld, das der Steuerzahler in die Rente gibt, jetzt der Verwendung zu, was ursprünglich gedacht gewesen ist. Das ist solide, das ist seriös. Bei den anderen Themen haben wir immer gesagt und sagen das auch jetzt im Regierungsprogramm. Man kann nur das Geld ausgeben, das man hat. Wir stehen dafür, dass wir auch in Zukunft ein ordentliches Wirtschaftswachstum haben. Das heißt, wir haben ordentliche Steuereinnahmen. Damit erarbeiten wir uns Spielräume. Innerhalb dieser Spielräume sollen die Menschen wissen, was unsere Schwerpunkte sind. Aber Voraussetzung ist immer, dass die Einnahmen entsprechend da sind. Wir stehen für Solidität im Haushalt. Wir stehen dafür, keine Steuern zu erhöhen. Wir stehen dafür, keine neuen Schulden zu machen. Und deswegen ist das das, was vor der Klammer steht. Keine Steuererhöhung, keine Schulden. Man kann nur das Geld ausgeben, das man hat. Sie stehen auch dafür in dem Wahlprogramm 25 Milliarden für die Infrastrukturausgaben. Das sind 5 Milliarden mehr als ursprünglich mal geplant, hat der Koalitionspartner oder die Schwesterpartei CSU genauer gesagt durchgesetzt. Gibt es denn da auch so ein Verrechnungsmodell? Wir werden ja morgen im Bundestag die Fluthilfe verabschieden. Da sind, glaube ich, 1,5 Milliarden alleine für den Bund eben für solche Aufgaben vorgesehen, dass man die dann wieder abzieht von den 5 Milliarden. Oder wird es 25 Milliarden geben, wenn man sich das steuerlich leisten kann? Zunächst möchte ich das einfach richtigstellen. Das hat nicht nur die CSU durchgesetzt, sondern die zusätzlichen Investitionen für die Verkehrsinfrastrukturen. Das ist auch ganz der Wille der CDU. Da sind wir uns CDU und CSU wirklich ganz einig.
Die Fluthilfe werden wir machen. Und schauen Sie, das zeigt doch, dass wir ein starkes Land sind. Und das zeigt auch, dass wir solide gewirtschaftet haben. 8 Milliarden zu stemmen. Andere Länder könnten das gar nicht. Weil wir solide in den letzten Jahren gewirtschaftet haben, können wir jetzt in einer solchen Notsituation, in einer Katastrophensituation, auch diese Investitionen machen. Und das ist gut so. Das ist aber gleichzeitig auch etwas, wo man sagen muss, lasst uns in Zukunft so weitermachen, dass wir solide in Deutschland wirtschaften, dass wir, ich möchte es einmal so sagen, wie die schwäbische Hausfrau, immer noch etwas in der Kaffeebüchse sozusagen haben, wenn einmal schwere Zeiten kommen. Das war in der Vergangenheit gut unter dieser Bundesregierung und das werden wir in Zukunft so weiterführen. Die schwäbische Hausfrau hatte ja einst Angela Merkel bemüht. Gestern hat sie gesagt, das ist ein Programm von Maß und Mitte. Und viele sagen sich, das Programm ist gar nicht so wichtig, sondern das, was für die Union wirklich das Fund ist, ist diese Kanzlerin. Nun lehrt aber die Erfahrung, dass die Personenwerte nicht immer auf die Partei durchschlagen. Gehen Sie eigentlich ganz ruhigen Gefühls in diese Wahl? Es sind noch 90 Tage. Zuversichtlich und mit Optimismus. Aber es ist ganz knapp und Sie haben recht, Angela Merkel ist ein starkes Argument, die CDU zu wählen. Aber das ist nicht alles. Es muss ein gutes Programm dazukommen, das haben wir gestern beschlossen. Und wir haben einen Vorteil. Bei uns passt das Programm und die Person sehr zusammen. Das können nicht alle anderen von sich behaupten. Thomas Strobel, vielen Dank, dass Sie da waren. Meine Damen und Herren, das war der stellvertretende Parteivorsitzende der CDU. CDU und CSU haben gestern ihr Wahlprogramm 127 Seiten stark verabschiedet. Heute hier in einem Kongress wird dieses Wahlprogramm noch einmal näher dargestellt. Eigentlich sollte der Kongress jetzt in diesen Minuten schon beginnen. Ich habe die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin vorhin auch schon mal an der Haupttür gesehen. Und jetzt hören wir einen Gong. Das ist wohl so, dass gleich die Parteivorsitzenden, nämlich Horst Seehofer natürlich dazu zu rechnen, werden hier einmarschieren zusammen mit den Generalsekretären. Derweil kann ich Ihnen noch mal sagen, was uns hier erwartet. Bis 13.30 Uhr wird das Ganze gehen. Zunächst gibt es dann nach dem Einmarsch eine Gesprächsrunde, moderiert von zwei Journalisten der CDU, die aber dort Hermann Gröhe und Alexander Dobrindt befragen dürfen. Dann redet Horst Seehofer. Danach gibt es Interviews unter anderem mit Frau von der Leyen, Herrn Schäuble und Frau Aigner, auch Volker Bouffier wird befragt und am Schluss dann das Absingen der Nationalhymne. Das ist ungefähr der Plan, der uns hier erwartet. Und während ich mal schaue, da vorne baut sich schon die Parteispitze auf. Das könnte aber noch ein bisschen dauern. Volker Kauder kommt jetzt hier in den Saal hinein. Die Kanzlerin und Horst Seehofer habe ich jetzt wieder aus dem Auge verloren. Ich denke mal, es müsste aber jede Sekunde hier losgehen. Derweil kann ich Ihnen noch etwas sagen zu dieser ungewöhnlichen Location, wie man das so schön neudeutsch nennt. Hier die Opernwerkstätte liegen in der Nähe des Nordbahnhofs in Berlin. Hier sind früher Kulissen gebaut worden und pikanterweise in diesem Saal, in dem wir hier sind, das war die Malerwerkstatt und der ein oder andere hat schon gewitzelt, hier soll doch wohl nichts schön gepinselt werden. Nun, man kann es ja selber nachlesen, seit gestern auf 127 Seiten, ein sehr umfangreiches Wahlprogramm, das muss man sagen. Und Hermann Gröhe, der Generalsekretär der CDU, hat im Vorfeld erläutert, diese 127 Seiten sind sicherlich weniger für den Wahlbürger, der liest so viel ja wahrscheinlich gar nicht, sondern vor allen Dingen für die Funktionsträger vor Ort, die sich allen Fragen stellen müssen und häufig ja, vor allen Dingen, wenn es keinen Wahlparteitag gab, Wahlprogrammparteitag gab, häufig ja dann auch gar nicht so genau wissen, wie die einzelnen Punkte nun genau lauten. Und deswegen können Sie hier zu den verschiedensten Themenbereichen nachfragen. Und netterweise ist Thomas Strobel noch stehen geblieben. Deswegen würde ich den stellvertretenden Parteivorsitzenden der CDU, nachdem das hier noch dauert, noch mal einbeziehen. Ich habe es gerade gesagt, Herr Strobel, es ist ja eigentlich ganz schön, wenn man denn schon nicht so wahnsinnig beteiligt wird an den Diskussionsprozessen, zumindest in so etwas Offiziellen, was wir bisher kannten, wie Parteitage, dass der Einzelfunktionsträger an der Basis sich dann mal über die verschiedensten Bereiche informieren kann. Und man muss sagen, von der Fischzucht über die Jagd etc. ist hier alles drin, also es ist recht umfangreich. Wir sind eine Volkspartei. Das unterscheidet uns auch von anderen Parteien. Und deswegen finde ich es ganz in Ordnung, dass viele Themen angesprochen werden. Das passt zur CDU. Wir wollen die Breite der Gesellschaft erreichen. Wir sind eine Partei der Mitte. Und dazu gehört, dass wir viele Themen ansprechen. Ja, und diese Themen, die sind in 127 Seiten verpackt. Und wir sehen jetzt hier und hören den Applaus
Die von mir angekündigte Einzug findet jetzt hier gerade statt, ohne Musik, ganz unspektakulär. Die beiden Parteivorsitzenden, Herr Strobel, abschließend, Sie waren ja gestern auch in dieser Humboldt-Box. War denn das nun eine Diskussion, so wie Sie sich das vorstellen, oder wurde da nur abgenickt? Nein, es wurde nicht abgenickt. Wir haben wirklich in der Sache ganz gut diskutiert, aber es war eine erfreuliche Atmosphäre, es war eine konstruktive Atmosphäre. Man merkt, wir gehen mit Zuversicht, mit einer guten Motivation auf die Wahl zu. Und wir haben jetzt ein tolles Programm beschlossen, das passt zu unserer tollen Spitzenkandidatin, der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vielen Dank nochmal. Thomas Strobel, der stellvertretende Parteivorsitzende der CDU. Und in der Tat, die CDU versammelt sich hinter ihrer Bundeskanzlerin, ihrer Spitzenkandidatin. Horst Seehofer war gestern auch ganz zahm, denn das darf man nicht vergessen, für die Bayern geht es um viel. 7 Tage vor der Bundestagswahl ist dann die Landtagswahl in Bayern, die übrigens auch für die gesamte Union ja natürlich von entscheidender Bedeutung ist, dass die CSU da ein anständiges Ergebnis einfährt. Deswegen hat Horst Seehofer auch ganz klar den Schulterschluss gesucht und hat gestern nicht ganz zu Unrecht gesagt, so nah standen sich CDU und CSU selten in der Tat in einem Wahljahr. Da gab es ja in den vergangenen Jahren auch ganz andere Töne. Im Moment in der Tat große Harmonie bei den beiden Schwesterparteien. Und nun wollen wir mal sehen, was jetzt hier heute uns noch erwartet. Meine Damen und Herren, gut Ding will Weile haben. 90 Tage vor der Wahl ist es wirklich fertig. Und es könnte gut sein, dass am 22. September die Ersten sein werden. Herzlich willkommen zur Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms von CDU und CSU. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind in den Opernwerkstätten. Und ich freue mich auch sehr, dass ich eine so politisch versierte und charmante Kollegin an meiner Seite habe. Sie kennen Tanja Samroski wahrscheinlich von verschiedenen Kongressen und von der Media Night. Schön, dass du dabei bist. Wahrscheinlich kennen Sie auch Jan Stecker als Sportreporter, als unermüdlichen Matador der Wahlkämpfe 2005 und 2009. Und da ist die Trefferquote absolut am höchsten auf dem Golfplatz. Ja, und um es in den Worten von Golf zu sagen, ich würde mich auch freuen, wenn wir in 90 Tagen ein schönes Hole-in-One schlagen würden. Da hätte ich nichts gegen. Wir beide freuen uns, dass Sie alle hierher gefunden haben. Es ist ein ungewöhnlicher Ort und es ist ein ungewöhnlicher Weg. Verwinkelte Gänge, überraschende Vorsprünge, viele Unebenheiten. Aber ich finde, das Ziel zeigt, es lohnt sich, neue Wege einzuschlagen. Und wir sind hier tatsächlich genau in Berlin-Mitte an einer sehr geschichtsträchtigen Stätte, den Opernwerkstätten. Ende der 30er hat der Bau angefangen, 1951 beendet. Und auch in der DDR-Zeit war das hier eine Opernwerkstätte, da hat sich nichts geändert. Hier unter uns sind Tischlerei und Schlosserei und das hier, wenn Sie mal auf den Boden schauen, können Sie das ohne Schwierigkeiten feststellen, waren die Malerwerkstätten. Hier wurde knallhart gearbeitet und die beiden Männer, die wir jetzt auf die Bühne bitten, die haben auch in der letzten Zeit knallhart gearbeitet. Ja, entgegen einem immer noch weit verbreiteten Vorurteil sind Generalsekretäre nämlich nicht nur Wadenbeißer, sondern vielmehr Manager. Und die beiden sind es auch, die den ganzen Programmprozess begleitet haben, von den Parteitagsbeschlüssen über die Bürgerbeteiligung bis zur Mitgliederbefragung. Und Sie sind es, die uns am besten navigieren können durch die 127 Seiten, die dabei herausgekommen sind. Und deswegen freuen wir uns jetzt auf die beiden Generalsekretäre der CDU und CSU. Bitte begrüßen Sie mit uns zusammen Hermann Gröhe und Alexander Dobrindt.
Wir haben ja ein bisschen später angefangen, Herr Gröhe, deshalb machen wir gleich weiter. Ich finde, bei 127 Seiten kann man schon mal den Überblick verlieren. Was ist denn für Sie die Kernbotschaft des Programms? Die Kernbotschaft ist das Angebot an die Menschen in diesem Land, wie wir gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Land erfolgreich bleibt. Dass wir die Erfolgsgeschichte, die wir mit ganz vielen Menschen in diesem Land, mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern, mit ganz vielen Ehrenamtlichen in den letzten Jahren geschrieben haben, weiterschreiben. Wir haben viel erreicht, aber es bleibt viel zu tun. Wir haben nicht mehr 5 Millionen Arbeitslose, sondern nur noch 3 Millionen, aber wir wollen weitergehen Richtung Vollbeschäftigung. Es ist die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa, aber wir wollen, dass jeder junge Mensch in diesem Land erfährt, er wird gebraucht. Und täglich spüren wir in Europa, wie wichtig es ist, dass dieses Land, dass Deutschland Kurs hält. Insofern geht es darum, wie wir gemeinsam dafür sorgen, dass Erreichtes gesichert, aber eben auch die Erfolgsgeschichte zum Wohle der Menschen fortgeschrieben wird. Da ist unser Programm Kompass Zukunftsprogramm. Ich denke mal, Herr Dobrindt, da sind Sie nicht viel anderer Meinung. Was sind denn aus Sicht der CSU so die 3 wichtigsten Aussagen des Wahlprogramms? Es geht um Stabilität, um Solidität und Sicherheit. Es geht um eine stabile wirtschaftliche Entwicklung für die Zukunft. Es geht um Solidität bei den Finanzen, bei der Haushaltskonsolidierung. Und es geht um Sicherheit bei den Zukunftschancen für die Menschen. Wir können das garantieren. Und deswegen geht es auch dieses Jahr um eine große Richtungsentscheidung. Es geht um die Richtungsentscheidung, ob mit CDU und CSU weiterhin Chancen in diesem Land herrschen und Freiheit oder ob mit den linken Parteien staatliche Bevormundungen und Steuererhöhungen kommen. Das mit der Richtungsentscheidung greife ich gleich mal auf. Mietpreisbremse, Mindestlohn, Quote. Ich finde, manchmal muss man schon ganz genau hinschauen, um zu sehen, was die Union von der Konkurrenz unterscheidet. Wo sehen Sie denn die entscheidenden Unterschiede zu SPD und Grünen, Herr Gröhe? Also wer das Programm liest, der weiß und sieht schnell, das ist die Alternativposition zu Roten und Grünen. Die reden über Schuldenvergemeinschaftung in Europa, über mehr Steuern. Das wäre Gift für alles Erreichte auf dem Arbeitsmarkt. Bei uns lesen Sie das Alternativkonzept. Übrigens auch beim Thema Mindestlohn. Und daran lässt sich ein fundamentaler Unterschied festmachen. Wir trauen den Menschen in diesem Land etwas zu. Deswegen schreiben wir gemeinsam erfolgreich. Weil wir Zutrauen zu den Menschen haben. Nicht nach dem Staat schreien, etwa im Hinblick auf Mindestlöhne, sondern sagen, das können Gewerkschaften, das können Arbeitgeber. Am besten denen vertrauen wir. Rote und Grüne rufen nach dem Staat. Nebenbei bemerkt, als sie regiert haben, haben sie nichts zu Wege gebracht beim Schutz vor Lohndumping. Alle Branchenmindestlöhne sind gemacht von unionsgeführten Bundesregierungen. Oder schauen Sie sich die Familienpolitik an. Wäre es nicht endlich schön, wenn Schluss damit wäre, dass irgendjemand glaubt, er muss den Menschen vorschreiben, wie sie leben und dann sagt, das ist aber ein Heimchen am Herd oder das ist aber eine Rabenmutter. Sind wir nicht gemeinsam der Meinung, Mütter und Väter wissen am besten selber, was für ihre Kinder gut ist? Und wenn das so ist, dann stellen wir uns eben an die Seite der Familie in der von ihr gewünschten Lebenssituation und helfen beim Kindergeld und beim Kita-Ausbau. Und nebenbei bemerkt, die Rechtsansprüche erst auf den Kindergartenplatz, dann auf den Kita-Platz, die zeigen doch deutlich, wir meinen es ernst, wenn wir den Eltern sagen, euer Wille zählt. Und deswegen ein fundamentaler Unterschied zu Roten und Grünen ist, wir vertrauen den Menschen, Freiheitschancen, nicht Bevormundung, damit bringt man ein Land nach vorne. Als Familienvater von 2 Kindern kann ich Ihnen da nur zustimmen und bin sehr dankbar, dass wir da die freie Entscheidung haben. Herr Dobrindt, SPD und Grüne sagen, das alles geht allerdings nicht ohne Steuererhöhungen. Sie sagen, es geht doch. Naja, das ist ja die typische linke Rhetorik, immer zu sagen, mehr Umverteilung ist wichtig, immer den Menschen mehr Geld abnehmen. Der Staat braucht immer noch mehr Geld, um es dann wieder auszugeben. Ich glaube, wir müssen einfach mal klar machen, dass in einer Zeit, wo die größten Steuererhöhungen aller Zeiten da sind, der Staat mit dem auskommen muss, was er hat und den Menschen nicht noch mehr Geld abnehmen soll. Das muss mal eine Botschaft sein. Und wenn man
genau hinschaut und feststellt, wo Rot-Grün überall die Steuern erhöhen will. Einkommensteuer rauf, Erbschaftssteuer rauf, Vermögensteuer einführen, Ehegattensplitting abschaffen und. Der stellt doch fest, dass im hohen Maße hier Steuererhöhungen auf dem Rücken der Familien in Deutschland gemacht werden sollen, um dann eine Ausgabenpolitik zu finanzieren, die heißt Schuldenvergemeinschaftung in Europa. Eurobonds auf dem Rücken der Familien wollen Rot-Grün die Schulden in Europa bezahlen, und das kann nicht unsere Aufgabe sein. Herr Gröhe, Sie haben für dieses Programm einen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Parteimitglieder konnten Themen setzen, was mir am Herzen liegt, hieß die Aktion. Und letztlich konnten auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht der Union angehören, am Programm mitschreiben. Was waren die wichtigsten Themen und welche davon prägen das Programm tatsächlich? Also wir haben eingeladen, wir haben diskutiert auf Fachkongressen der CSU, auf Werkstattgesprächen der CDU. Über 10.000 Anregungen haben uns erreicht im Rahmen der Aktion. Was mir am Herzen liegt, da waren solide Finanzen, stabiles Geld, nein zu Eurobonds. Wie geht es auf dem Arbeitsmarkt weiter? Das waren ganz vorne Themen. Und da mussten wir auch Lösungen finden, die einer Volkspartei gut zu Gesicht stehen. Wenn uns etwa Kollegen Betriebsräte schreiben im Hinblick auf Werkverträge und deren Missbrauch in bestimmten Branchen und andere zu Recht darauf hinweisen, es braucht auch Instrumente, die den Arbeitsmarkt flexibel halten. Was ist dann die Antwort einer Volkspartei? In unserem Programm sagen wir, der reguläre, der unbefristete Normalarbeitsvertrag, der muss das Ziel unserer Beschäftigungspolitik sein. Und zugleich wissen wir für Auftragsspitzen und anderes, dass es auch die anderen Instrumente braucht, um dann klar festzuhalten, dort, wo die missbraucht werden, wollen wir die Antwort sozialpartnerschaftlich mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsam gehen. Das heißt, wenn Sie Ideen einsammeln, dann haben Sie nachher auch den Auftrag zu sagen, was ist die Antwort einer Volkspartei, die die soziale Verantwortung und die wirtschaftliche Vernunft zusammenführt. Und dann ein ganz konkretes Beispiel, weil es mir besonders gut gefallen hat, da hat uns ein junger Mann geschrieben, warum kann ich der Dienst beim Bundesfreiwilligendienst, liebe Christina, warum kann der nicht Berücksichtigung finden, wenn nachher die Entscheidung ansteht, kann ich, der ich im Rettungsdienst oder im Krankenhaus geholfen habe, kann das nicht Anrechnung finden, wenn ich einen Medizinstudienplatz bekommen möchte? Das haben wir diskutiert beim Werkstattgespräch intensiv, große Zustimmung gefunden. Dann hat der Volker Bouffier gesagt, aber denkt auch an die ländlichen Regionen, die Frage, ob die Leute dann auch bereit sind, zum Beispiel als Landarzt irgendwo hinzugehen, wo es mitunter schwerfällt, dass jemand die Praxis übernimmt. Und aus dieser Anregung ist eine sehr schöne, konkrete Ziffer unseres Wahlprogramms geworden, wie wir dafür sorgen wollen, dass junge Leute, die sich engagiert haben, dann auch mit diesen Fähigkeiten zum Zuge kommen, wenn es etwa um einen Medizinstudienplatz oder die Tätigkeit auf dem Land geht. Konkrete Anregung, diskutiert, Zustimmung gefunden und ins Programm aufgenommen. Hat Spaß gemacht. Herr Dobin, Sie sind ja auch ein Mann, der sich mit der Basis beschäftigt, mit dem Volk. Wie würden Sie so die Stimmung in Deutschland einschätzen? Positiv, negativ, gibt es vielleicht sogar eine Wechselstimmung? Naja, also Deutschland ist kein linkes Land. Deutschland ist ein Land der Mitte. Und deswegen gibt es auch keine Wechselstimmung in diesem Land. Und die Menschen wissen sehr genau, dass es auch um diese Entscheidung geht im September. Bleiben wir ein bürgerliches Land? Oder werden wir eine linke Republik? Können wir das, was wir in der Vergangenheit geschaffen haben, nämlich gut aus einer Wirtschafts- und Finanzkrise herauszukommen, besser als alle Länder in Europa, können wir dies auch in die Zukunft verlängern? Oder würgen wir wirtschaftlichen Aufschwung und Wohlstand durch Steuererhöhungen ab? Diese Entscheidungen stehen an, und dabei geht es ja auch viel um Vertrauen. Und eines kann man ja sagen, wenn man unterwegs ist, der Hermann Gröhe wird es bestätigen können, egal wo du hinkommst, bei einem sind sich die Menschen einig. Sie haben Vertrauen zur Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und dies ist zu Recht so, meine Damen und Herren. So, und ich wäre für so einen Satz nicht mal bezahlt, Hermann, so wie du. Also, und... Aber wo der Alexander recht hat, da hat er halt recht.
so viel Einigkeit ist hier auf der Bühne. Wie schön, dass Sie beide sich auch einig sind, dass Sie da ein tolles Programm gemacht haben. Liegt auf der Hand, ist keine Frage. Sie müssen aber auch noch ein paar Wählerinnen und Wähler davon überzeugen. Wie wollen Sie das denn anstellen in den nächsten 90 Tagen? Also, der Alexander Dobrindt hat ja schon zu Recht was zu unserer gemeinsamen Nummer 1 gesagt. Wo er recht hat, hat er recht. Aber an der Seite von Angela Merkel steht in jedem Wahlkreis eine weitere Nummer 1. In 299 Wahlkreisen. Wissen Sie, meine Damen, meine Herren, 90% der Abgeordneten der Fraktion von Volker Kauder und Gerda Hasselfeld sind direkt gewählte Abgeordnete. 90%. Das ist die Verankerung der Union als den beiden großen Volksparteien in der Gesellschaft. Ich möchte es mal etwas flapsig Richtung Konkurrenz sagen. Bei uns muss keine parteizentrale Bürgernähe anordnen. Die wird jeden Tag in unseren Wahlkreisen gelebt, meine Damen, meine Herren. Und daraus müssen wir jetzt gemeinsam was machen. Das ist unsere Stärke, dass wir nah bei den Menschen sind, dass wir nicht nur Sender politischer Botschaften sind, sondern auch Empfänger, auch zuhören. Und deswegen sind die nächsten Wochen vor allen Dingen ein Werkstück der Arbeit vor Ort. Vor allen Dingen etwas, wo unsere Kandidatinnen und Kandidaten mit bestmöglicher Unterstützung aus der CSU-Landesleitung, aus dem Adenauer-Haus vor Ort auf Menschen zugehen. Menschen überzeugen davon, dass wir gemeinsam die Erfolgsgeschichte Deutschlands fortschreiben können. Und da zählen wir auf die Arbeit vor Ort und sind überzeugt, sie zahlt sich aus. Herr Dobrindt, Sie starten in den Wahlkampf. Pep Guardiola kommt nach München, startet bei Bayern. Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich eine Botschaft für seine Mannschaft. Was ist so von Ihnen die Botschaft des Tages? Ich glaube, als Erstes muss man festhalten, Deutschland geht es gut. Bayern geht es noch ein Stück besser, sagt unser Parteivorsitzender immer, aber wir arbeiten dran, dass alle davon profitieren. Dafür wirst du jetzt bezahlt für den Satz, oder? Ja, wir beide nehmen unsere Aufgabe, ernst an dieser Stelle. Und weil das auch eine ernste Geschichte ist, wenn man so großartige Wahlen in einem Jahr knapp hintereinander hat, eine Bayernwahl eine Woche vor einer Wahl im Bund, werden wir dafür auch sorgen, dass erstens jetzt die Weichen richtig gestellt werden und zweitens, dass Deutschland, Bayern, wir gemeinsam auf Erfolgskurs bleiben für die Zukunft. Und wenn wir aus Bayern da mithelfen können, dass es insgesamt dann im Bund weiterhin für eine unionsgeführte Regierung unter Angela Merkel eine gute Ausgangssituation gibt, dann werden wir alles dafür tun. Und deswegen kann man sagen, wir werden eine Woche vor der Bundestagswahl den Pass so richtig spielen, dass ihr dann die Chance habt, den ordentlich zu versenken. Wir können beide erfolgreich sein und können beide unsere Regierungszeit verlängern. Schöne Botschaft, finde ich. So, die Champions League ist vor Augen. Das heißt also, viel Sorgen müssen wir uns eigentlich nicht machen. Man muss es ernst nehmen. Also, wir wissen alle, dass sich bei allen Umfragen, die wir zurzeit auch kennen, die sind für Bayern sehr, sehr gut, die sind für die Union insgesamt sehr, sehr gut, wissen wir, dass die Wahrheit liegt in der Urne, in dem Fall in der Wahlurne. Und da wird man schöne Korrektur auf der Wahrheit. Und deswegen heißt es hart kämpfen bis zum 22. September. Und ich sage immer, wir kämpfen bis zum 22. September, 18 Uhr abends. Ich habe schon Wahlen erlebt, die ganz knapp an wenigen 100 Stimmen verloren gegangen sind. Das Risiko werden wir nicht eingehen. Wir werden bis zum Schluss alle Menschen überzeugen, mitzumachen. Und deswegen geht es auch darum, dass wir jeden Nachbarn, jeden Bekannten, jeden Arbeitskollegen in den nächsten Monaten davon überzeugen, dass es wichtig ist, dieses Mal zur Wahl zu gehen und die Union zu wählen. Und sollten Sie zufällig in diesen Gesprächen auf irgendeinen treffen, der absolut dieses Mal eine linke Partei wählen will, dann hören Sie auf, mit ihm zu reden. Vielleicht haben wir Glück und er vergisst den Wahltag. Das ist allemal besser, als wenn er dann zur Wahl geht. In dem Sinne glaube ich, wir sind gut präpariert. Wir haben ein tolles Programm und wir haben erstklassige Spitzen. Wir können beide Wahlen großartig gewinnen mit Horst Seehofer und Angela Merkel. Viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.